Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Olympischen Friedensquartspiele am heutigen Tag zusammen mit German Let's Play für die Schweiz. Hallo, grüß auch Dado für Südkorea. Südkorea. Und Palette für Deutschland. Dado startet die Olympischen Friedensquartspiele. Ei, eine schwitzige, hitzige Partie, meine Damen und Herren, am heutigen Tag auf der Leichtathletikbahn. Habt ihr euch schon frisch gemacht? Ich habe mich eingecremt, ja. Ah, ich dachte, da kommt jetzt sowas wie eingekackt oder so. Aber okay. Nee, das noch nicht. Oh, okay. Und ganz viel Sonnencreme drauf. Oh, okay. Ich auch. Guck mal, einer von euch hat hier so eine fesche Brille auf, ne? Habt ihr das gesehen? Nee. Ist das legal? Ich glaube, das war der Deutsche. Oh, nee, ja, nee, nee, nicht da. Ich hab das. Das tut mir leid, das darf ich. Ja, du darfst, aber du darfst sowieso alles. Oh ja. Okay, ich hab verloren. Das war kein guter Start. Oh ja. Ich hab verloren. Ist okay. Paletto? Paletto, du sprintest wie ein junger Gott. Sag mal, was hattest du für einen Start? Ja, ich bin einfach super gestartet. Habe ich irgendwie eine halbe Stunde zu spät gedrückt oder? Ja, ja, also das ist extrem wichtig. Du musst das antizipieren, wann der Go kommt. Du musst da einfach drauf sein. Und dann bin ich wie Naruto. Kann ich nicht 3, 2, 1 machen? Wisst ihr, wie der immer läuft? So bin ich gelaufen. Mit Armen nach hinten. Das ist aber nicht gesund. Wir dürfen Paluten nicht wieder alle Goldmedaillen geben. Mann. Doch, ja, dafür doch, bezahlt er mich. Ja. Ich bezahle Mängel fürs Verlieren, alles andere. Und die anderen bezahlen mich dann bei Chicken Horse fürs Verlieren. Ein Geben und Nehmen. Genau. Du hast sogar zweimal gewonnen, dem letzten. Das stimmt. Also da bin ich sehr stolz auf mich. Naja, schauen wir mal jetzt beim Dreisprung. Oh nein, Dreisprung. Boah, das ist doch deine Disziplin. Also, ich bitte dich. Guck mal, da hinten brennt sogar das so bekannt, das olympische Feuer. Das konnte ich auch nie in Real Life. Ich bin immer so kurz gesprungen. Ach du Heiliger. Oh Gott, was war das denn? Ich erwische den Winkel halt nie, ne? Ja, meine. Das ist so schrecklich. Man darf ganz am Ende, muss man auch gucken, dass man unter keinen Umständen nach hinten fällt. Boah, dass ich Erster bin, ist einfach nur. Krass. Eine Frechheit. So, jetzt mal gucken. Also. Okay. Oh ja, war so schon mal besser. Nicht. Ich habe mal was ganz anderes probiert und es war eine einzige Enttäuschung. Also, ich habe zumindest jetzt einen 17er. Das ist gut. Das muss ich sagen. Jetzt mache ich 20. Okay. Wenn du jetzt 20 machst. 1000 Euro? Nee. Oh. Junge, es ist unmöglich. Oh. Dreimal nein! Der war sogar gut. War, ey, ich ach, war richtig Mann. Gut. Ich bin zwar viel zu früh abgesprungen, aber 17, 81. Als ob ich jetzt wieder Letzter bin. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Okay, so. Komm. So dreckig lachen. Ey, ärgern die mich. Ah, 17-1. Boah, ey, ich bin perfekt abgesprungen. Ah, Mann. Ein weniger als davor, krass. Mann, ey. Also, da wäre gerade, wäre ich richtig die Winkel gewählt, auf jeden Fall Weltrekord drin gewesen. Also. Ich treffe die Winkel nicht, ne? Und ich weiß nicht warum. Ah. Ich treffe sie einfach nicht. Egal, was ich mache. Da auch wieder, ein bisschen weiter nach hinten. Boah, krass, guck mal. 81, 80, 79. Ich werde einfach immer schlechter. Stimmt aber so perfekt. Selbst zum Schlechtwerden ist Paluten. Ja. Ja, oh, ihr kleinen Süßen. Ja. Das war aber lieb. Ja, das war's. Ah ja, ich hab's auch. Ich bin sogar hingefallen. Ja, das war's für euch. Ey, ich hätte, glaube ich, ungültig, aber ich bin, glaube ich, an sich Weltrekord gesprungen. Was? Als ob. Als ob. Ist es Weltrekord? Da stand irgendwas mit neu. Kann Gott. Sein. Nee, Bestleistung. Ach so. Alter. Der Kranke. Sag mal, was soll denn das? Plötzlich dreimal hintereinander perfekt. Spekloden, kannst du vielleicht dein bestes Freund mit D anschreiben und den fragen, ob der mir so einen Controller schickt? Mein besten Freund. Ach so. D? Ah. Ja. Schade. Welchen denn? Naja. Ja, ja, aber welchen Controller willst du denn? Ach so, den Zweier bitte. Welchen Zweier? Den Elite 2, meinte er. Ja, genau. Ja, was hat der denn damit mit Elite 2 am Hut? Ja, der hat doch den. Echt? Der schickt dann seinen eigenen. Ach so, ja. Eben. Ja, das mache ich. Ja, das will ich. Was musst du denn jetzt drücken? Ich weiß nicht, was es überhaupt ist. Ich habe einfach nur A gespammt. Okay. Ah, links, rechts, links, rechts. Und letzter. Oh, ich bin Zweiter, was ist das denn? Ja, alles klar. Nein! Keine Sorge. Ich überhole dich nicht. Sag mal. Paluten. Fängt ihr doch nicht immer alle Goldmedaillen? Was, ich werde immerhin bezahlt. Ich habe mir schon eine abgezogen. Ja.
Alter, hey, da komm ich. Was ist denn los heute? Alter, ich bin einfach nur Rentner geworden. Aber es muss nicht. Oh ja, das war knapp. Nein, Manuel, glaub an dich. Ich meine, wie du das letzte Mal die Hürden hops genommen hast, war halt auch einfach insane, meiner Meinung nach. Ja, aber trotzdem war ich ja letzter. Also ist eh alles egal. Oh nein. Was denn? Warum ist denn das jetzt schon wieder da? Ja, lass doch mal Kirin in Ruhe, Alter. Der arme von Dragon Ball. Was ist bei Kirin passiert? Da ist aber leider Krillin. Ah, ja doch, aber für den Joke heißt er Kirin. Okay. Ach, Krillin. Wie der einfach diesen sexy Roboter abbekommen hat. Ja. Das war halt schon echt. Geil, geil, ja, toll. Ruf mich an, Baby. Schön letzter, das ist geil. Jetzt kenne ich gar nichts mehr. Da ist die Freundschaft beendet. Sag mal! Nee, ich bin ja. Jetzt hör doch mal auf! Und schützt du Lappen! Nein, ich krieg den nicht! Mann! Penny, hör auf! Und schützt sich da hinten! Warum ist er eigentlich immer vorne und hat absolut nicht keinen Stress mit uns? Nein, ich hör mal auf! Ist das geil, wie man ihn nerven kann? Nein, nein, ja, nein, was? Nein! Ja, ja, du Lappen, du Lappen. Schwitz. Ja! Wie wirklich der Erste meistens dann. Können wir nicht ineinander starten? Das verstehe ich auch nicht, ja. Das ist einfach. Ich würde sagen, der Sieg war verdient. Nee, also du bist. Wir streiten. Wow, jetzt geht er sogar dadurch in Führung. Wow. Also das aber es gibt ja noch eine letzte, alles entscheidende Disziplin. Und die ist? Oh nein, 400 Meter. Oh. 400 Meter, oder? Ja, 400 Meter. Okay, ich höre auf mein Idol. Ich werde jedes Risiko eingehen. Ja. Und den Start mitnehmen. Ich glaube, bei 400 Metern ist es gar nicht mehr so ausschlaggebend. Das ist mir egal. Ich höre auf ihn. Konzentrier dich. Der verarscht mich. Du schaffst das. Bisschen. Ich hab's nicht riskiert, ich hatte Angst. Ich verstehe dieses Spiel auch immer noch nicht. Warum denn nicht? Ja, weil manchmal gehen meine Bubble geht immer nur zur Hälfte runter. Good running, great technique. Da, warum geht das denn nicht weiter? Da jetzt. Scheiße, warum bin ich denn so ein Abfalleimer? Was ist denn das da vorne? Ich. Nein, jetzt kriegst du keinen Trimmel. Ja! Neue persönliche Bestleistung. Oh, ich hätte meine Bubble noch mehr aufpowern sollen. Aber ich dachte, ich komme mit den Dingern zurecht. Falsch gedacht. Aber keine Sorge, ich bin immer noch Platz 3. Aus Südkorea den Sieg geholt. Ja, Maudado. Danke, Leute, danke. Endlich nicht mehr von Deutschland suppressed. Wow. Deutschland hat dich immer gefördert, ganz ehrlich. Wie viele Einwohner hat Südkorea überhaupt? Endlich hat mir Deutschland geholfen, diesen Sieg zu holen. Ja, bitteschön. Deutschland hat es gern geteilt. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde der Olympischen Freedom Squad Spiele. In diesem Sinne, lasst ein Like da, schaut unbedingt bei Maudado und German Let's Play vorbei. Alle sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und schaut bei denen vorbei. Habt einen traumhaften Tag und rein. Tschüss.